Na, Kleiner, bist du bereit? Ich? Natürlich bin ich bereit. Hallo zusammen, mein Name ist Vlada4, gelernt und willkommen zum neuen Video. Gut, erzähl mal. Ich habe Vlad herausgefordert und dafür habe ich die undurchdringlichste Kiste der ganzen Welt geschafft. Was der Clown getan hat, was ich getan habe, ist ein neues Level. Und du willst, dass ich aus dieser Kiste rauskomme? Ich habe mit unserem Produktionsteam so eine undurchdringliche Kiste geschaffen wie in Minecraft. Du schlägst drauf und sie zerbricht niemals. Da wirst du niemals rauskommen. Nun, da du zusammen mit der A4 Production eine stoßfeste Kiste gemacht hast, dann werde ich mich auch an die Hilfe eines kleinen Manns wenden. Also Leute, der stärkste Mann der Welt. Starker Atom, willkommen! Hey, geht beiseite! Oh, schaut euch diese Arme an! Ja, Mann, ich bin der Beste! So groß wie mein Kopf! Ja, der Allerstärkste! Also du, ihr kommt da niemals raus. Was sagst du? Viel Glück wünsche ich euch. Das habe ich gesagt. Was hast du gesagt, Probiert es erstmal aus. Ja, wir werden es versuchen. Okay. Beruhigt euch erstmal. Werft erstmal einen Blick auf meine Kiste und dann entscheidet, ob ihr es schafft oder nicht. Trifft mein kleines Baby. Die A4-Produktion und ich bauten diese Kisten mehrere Tage lang. Diese Box hat ganze 6 undurchdringliche Schichten. Diese Kiste wiegt ungefähr 2 Tonnen. Und schaut euch mal die Dicke dieser Mauer an. Ich habe so viel Vertrauen in diesen Kiste, dass ich sogar bereit bin, mit Vlad auf 1.000 Euro zu wetten, dass er hier nicht herauskommen wird. Wir nehmen deine Challenge an und wetten um 1.000 Euro, dass wir hier rauskommen werden. Probiert es aus. Deine Kiste macht mir überhaupt nichts. Also, um deinen Eifer zu bremsen, werde ich dir zeigen, was dieser Mann fähig ist. Ohne Probleme. Ich hab's verstanden. Komm schon, mach dir keine Sorgen. Wenn ich eine Woche ins Fitnessstudio gehe, werde ich dann genauso aussehen. Sehr traurig. Also, wir müssen mal schauen, was bei uns auf der Decke ist. Ich sehe da keinen Staub. Das ist sehr leicht. Vielleicht gehen wir so spazieren oder so. Auf die Straße. Okay, vielleicht habt ihr eine kleine Chance. Aber die Kiste ist dennoch sehr stark. Nun sollen wir reinklettern. Auf geht's. Leute, so eine Kiste haben wir noch nie gebaut. So eine Kiste kostet 3.500 Euro. Diese Kiste hat einen Wert von 3 ganzen iPhones. Ich weiß nicht einmal, wie Vlad darauf reagieren wird. Ich habe so eine große Verantwortung übernommen. Und im Moment gibt es meiner Meinung nach solch keine Videos auf YouTube. Dieses Video verdient so eure Likes mehr als alles andere. Also liked es. Ich hoffe, es gibt viele Likes. Vlad wird das sehen und verstehen, dass ich nicht einfach so 3.500 Euro ausgegeben habe. Also von dein Like hängt jetzt sehr, sehr viel ab. Also, geh runter und like alles. Also, wie gefällt dir dein neues Zuhause? Bis hier sieht es aus wie eine Art Kindergarten. Als ob du gerade 1.000 Euro einfach geschenkt hättest. Eine Art weite Beschichtung, eine Art Showroom. Mal sehen, was wir unter der ersten Schicht haben. Also? Du machst es wie ein Kind, ey! Alles stärker! So! So macht das Papa! Okay, was sehen wir hier? Wir sehen eine dichte Schiffeschicht. Das war nur eine Außenhülle. Weiter wird's richtig hart werden. Und ihr müsst denken, wie ihr hier rauskommt. Also, unsere Mitglieder haben sich bereits eingelebt und es ist an der Zeit, ihnen meine Spielregeln zu erklären. Also, ich habe hier so ein Glücksrad und davon gibt es eine Reihe von Tools, die ihr bekommen könnt. Und von Runde zu Runde wechselt das Werkzeug und ihr bekommt eine Chance, dieses Werkzeug 5 Minuten lang zu benutzen. In dieser Zeit müsst ihr schaffen, damit die Wand anzubrechen. Wenn ihr es nicht schafft, die Wand anzubrechen, dann rieb das Rad noch einmal. Das war so einfach, Glenn. So einfach ist das nicht. Ich hab dir noch nicht von meiner Überraschung erzählt. Kakerlaken. Es scheint, dass Glenn beschlossen hat, sich für alle Challenges an uns zu rächen, aber ich habe mich vorbereitet. Also, genug geredet, auf zur Tat. Drehen wir das Rad, machen die Wand kaputt. Und los geht's. Ich denke, Schiffer, ich kann's auch im Grunde mit meinem Fuß brechen. Handschuhe. Nun ganz okay, um Schiffe zu zerbrechen und die Hände nicht zu verletzen. Komm, nimm's. Geil. Ja, die sind für die Kanalisation. Schau, wenn wir hier raussteigen, werden wir sprechen. Ja, wir reden später mit dir. Mit dem musst du ja auch. Wir teilen das Geld ja, die 1.000 Euro. Also du wärst sehr, sehr motiviert. Okay.
Nun, ich werde sehr gerne meinen ersten Schlag machen mit was? Mit was? Weißt du was? Mit diesem rechten Bein, weil es sehr stark ist. Man macht's einfach rund. Hast du unseren Zuschauern gezeigt, wie man treten muss, oder was? Was soll das? Es gab einfach keinen Platz zum Schlagen. Und eins und zwei und... Ich habe eine Idee, Vlad. Vielleicht nimmt dich der starke Mann und schlägt ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Und wenn du mich zerknüllst, bekommst du einen Papierknaul. Ich bin ja Papier. Ich werde mich aufrichten und werde mich wie ein Rambock nehmen. Also, eure Zeit läuft. Los geht's, mach mal was. Versuch uns also mit deinem Rambock. Auf geht's. Also komm, machen wir es fertig und auf so. Geht's. Yeah, mach es. Also, halt. Puh, schau, es hat funktioniert. Oh, jawohl. Das nenne ich also Teamarbeit. Also, jetzt lass mich's versuchen. Okay, der erste Schicht ist abgesprallt. Was kommt weiter? Polyurethanschaum, ist das alles, was du kennst? Mach mal weiter. Das Werkzeug ist nicht sehr effektiv, also nimm es und ich warte jetzt auf das nächste Werkzeug. Oh, du musst sie mir nicht zurückgeben. Also, starker Mann, dreh mal dran. Oh, eine Peitsche. Ich hoffe, das ist eine aus einer Art Metall, das alles auf seinen Weg zerbricht. Wie gefällt dir das Werkzeug? Oh, hab ich schon mal benutzt. Kurz gesagt, würde ich mich jetzt lieber hier stellen, weil die Ausbreitung der Peitsche unvorhersehbar sein kann. Komm schon, ich mach dich fertig. Ich sehe nicht, dass der Schiffer sich zerbricht. Und wie wär's, wenn du so wie Schlangenringe so umwickelst und... Und dann zuschlagen, lass mal versuchen. Komm schon, komm, ja, so langsam. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass meine Peitsche so anwenden kann. Ja, damit ist alles klar. Nimm es, verlier's nicht. Okay. Und... Ein Hockeyschläger, das ist voll okay. Ein Hockeyschläger ist bombastisch. Man kann es wie ein Hebelarm benutzen. Oh, hier kann man so sorgfältig das so machen. Schau, Kopf und so, Punkt. Und was ist das für eine Schicht? Man kann es vielleicht mit dem Schläger durchschlagen. Ey. 5 Minuten sind vergangen. Komm, du gibst das mir wieder her. Los. Also, und jetzt dreht Atomprotein auf. Und... Morgenstern? Morgenstern? Leute, ich verstehe, was es bedeutet. Schau, das ist ein Morgenstern. Ich erinnere mich an dieses Video aus mittelalterlichen Videos. Dieses Ding ist der Hammer. Komm her mal, Und natürlich Safety for Safety. Vergesst die Sicherheitsbrille nicht. Danke. Lammel, fürs Porter! Ja! Auf geht's! Nun, Glentik, wer kommt hier raus? Also, ich habe dem Glücksrad ein kleines Update gegeben, bevor bei euch hier eine Schaumparty anfängt. Ja, die Party wäre cool, wenn der Schaum nicht Polyurethan wäre. Also, dreh das Rad und bekomm den Gegenstand, den du dir verdient hast. Oh, Leute, jetzt bin ich dran. Also, ich frage mich, was ich bekomme. Ein Aufsatz an den Gruber. Das ist etwas, das ich... Ah ja, ich erinnere mich dran, ich bring's gleich. Also, ihr seid zwei Maschinen und hier ist was für eine harte Maschine. Solche seltsame Werkzeuge hatten wir in unseren Challenges noch nie. Wahrscheinlich werde ich so versuchen, so etwas zu machen. Du schlägst, als wärst du ein Mädchen. Komm schon, wie ein Mann. Komm schon, genau. Ich bin irgendwie an eine neue Schicht gekommen. Da ist irgendwie Pappe. Leute, aus irgendwelchem Grund kommt aus diesem Loch was Kaltes. Gibt da Eis drin? Du wirst leben und es herausfinden. So, stopp! Die Zeit ist abgelaufen. Gib's wieder zurück. Komm, gib's her. Und dann machen wir weiter. Hey, Kleiner, bring das Glücksrad. Kleiner. Auf geht's! Also, ein Pfaffenwende mit Zen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, wie viel Kraft du benötigen wirst, damit dir dieses Werkzeug überhaupt hilft. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, du bist ein starker Mann. Lass es mal versuchen! Oh. Oh Mann, mir gefällt das nicht. Er macht das sehr selbstsicher. Schaut, was dann als nächstes kommt. Ketten, Beton. Und da gibt's noch was anderes hinter dem Beton.
Hör zu, Glenn, können wir vielleicht ihn anstatt Kubikov mitnehmen? Was? Und über wen? Wir sollen uns da lustig machen. Über ihn etwa? Nun ja, wenn wir ihn verspotten, wird er uns dafür verprügeln. Hör zu, wo ist Kubikov eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte ihn nicht fragen. Ich weiß nicht, er ist irgendwo verschwunden. Ach komm, mach dir keine Sorgen. Ich denke, es fällt niemanden auf, dass er weg ist. Nun, nur noch mehr. Niemand hat in die Kommentare geschrieben, wo ist Kubikov? Also ist es egal. Also natürlich egal. Nun, ist okay. Ihr habt euch viel zu früh gefreut, denn es wird weiter immer und immer schwieriger werden. Das sind Ketten, die man nicht brechen kann. Auch der starke Mann nicht. Also dreht jetzt endlich. Ja, und bitte keine Kakerlaken. Ich habe eine Karte bekommen. Damit hast du sogar noch Glück gehabt. Karte, hör zu, ist wahrscheinlich eine Art riesige, scharfe Säge, die diese Ketten jetzt durchtrennt und wir werden ruhig aussteigen. Was ist das, ein Cutter? Nein, das ist für dieses Kältespray. Riese, kein Karte. Du hättest es richtig schreiben. Du hast es doch so gesagt. Verdammt, Leute, meine Meinung ist es wirklich schlecht. Aber andererseits, was ist, wenn diese Ketten jetzt einfrieren und wir sie ruhig so legen und sie fallen auseinander? Versuchen wir. Der Frost kommt jetzt. Dieses Ding friert Objekte so sehr ein. Ich weiß nicht einmal, wofür es im Leben verwendet wird. Vielleicht, um Knödel dringend einzufrieren. Und wenn ich an Schnee denke, da denke ich natürlich immer an Urlaub. Leute, habt ihr eigentlich schon Ferien? Schreibt's unten in die Kommentare. Also jetzt kommt ein Beinschlag. 3, 2... Nun gibt es Risse irgendwo, aber es reicht noch nicht, um die Kette wirklich durchzubrechen. Glenn hat mir Müll gegeben. Du hast es dir selbst ausgesucht. Also, jetzt ist der starke Mann dran. Also, dreh, komm. Let's go! Oh, Glenn, die Metallsäge ist draufgefallen. Was? Echt? Was erzählst du mir nur da? Kakerlaken. Also, Glenn, ich komm schon. Ich habe einen Baseballschläger. Hey Vlad, hab keine Angst, das ist doch Protein! Oh, meine Mädels, ihr geile Schnitten, na, wenigstens etwas! Und es stellt sich heraus, dass du 5 Minuten hast, um die Kette mit Hilfe von Kakerlaken irgendwie zu sprengen. Meine Armee, greift an! Auf geht's! Rück vor! Vorwärts, das ist Lego! Also Vlad, dreh dich nicht um, die Kakerlaken krabbeln noch und such dir was Neues aus, also... Also Leute, für die nächsten 5 Minuten werde ich das Objekt mit Hilfe von Kaginawa zerbrechen. Ein Kletterhaken. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Wort höre. Ich glaube, du hast eine Chance, wirklich. Hier, schau mal, das ist doch nur ein ganz normaler Anker. Ich habe so ein Ding im Film gesehen, wenn wir sie so auf das Dach werfen. Es klammert da fest und man kann so auf dem Seil überall klettern. Und ich werde jetzt versuchen, die Kette damit durchzubrechen. Im Grunde bin ich bereit. Kakerlaken, seien Sie vorsichtig. Und 1 und 2 und... Komm schon, du schaffst das! Also, was ist, wenn ich eine Kette nach der anderen heraufziehe? Also, einige... Also, die hier. Und 1 und 2 und... ich ziehe wirklich mit aller Kraft. Dieses Objekt wird mir nicht helfen, hier rauszukommen. Nimm diese Kaginare. Echt cooles Ding, wirklich. Starker Mann, deine Zeit ist gekommen. Nun, ich denke, ihr werdet es besser schaffen als ich. Lasst uns mal sehen. Und... Oh, der Charakter. Oh. Wow, er schafft es ganz gut. Er macht's richtig kaputt, Mann. Schau, es fliegt alles auseinander. Er reißt mal einfach so mehrere Ketten ab. Ganz easy. Also, lass uns das irgendwo nach oben schieben, damit es uns nicht stört. Jetzt haben wir die Betonblöcke erreicht. Ihr freut euch viel zu früh, weil danach wird's viel, viel schwieriger werden. Weiter kommt Beton, ihr habt schlechte Karten. Und was ist unter dem Beton? Und weiter wird's noch schwieriger werden, aber fass uns erstmal durch den Beton. Easy. Hör zu, Kleiner, Beton und ich sind beste Freunde. Ich kann es kaum erwarten, gegen den Beton zu kämpfen. Und ich drehe das Rad... Und es fällt mir raus, ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel ist in der Tat ein sehr großes Ding. Und jetzt werde ich mal sehen, wie du dir Beton mit so einem Schraubenschlüssel kaputt machen willst. Das klappt doch nicht, Mann. Ich nehme meine Worte zurück. Hier. So, lala. Riesiger, schwerer, verstellbarer Schraubenschlüssel aus Metall. Nun, mein lieber Beton, komm her. Mit diesem Block muss ich versuchen, der ist der Schwächste. Ja, du hast noch 3 Minuten. Oh Leute, um ehrlich zu sein, meine Hand ist schon super verstopft und ich kann keine starken Schläge mehr machen. Aber ich kann immer noch meine letzte Minute ausnutzen und versuchen. 10, 8, komm schon, 7, komm schon. 2, 1. Komm, und du gibst es mir jetzt wieder zurück. So, und jetzt ist wieder der starke Typ dran. Wir haben fast die Flüssigseife bekommen, aber Mauljäger wurde erwischt.
Ein Kreissäger, eine Kreissäge. Es wäre besser, wenn ich dir Seife gegeben hätte. So ein Teil bekommt unser starker Mann hier. Oh. Hier, genau dein Kaliber. Also, ihr habt nur 5 Minuten. Nun mal sehen, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist, aber ich hoffe, es ist für Beton. Verdammt, nicht schlecht. Schaut, als hätten sie gerade einen Vielfalt bei uns in den Käfig reingeworfen. Er hat so genommen und die Betonwand mit seinen Krallen zerkratzt. Glenn, schau, wie wir die Wand jetzt aufgerissen haben. Ja, echt gut geworden. Als hätte eine Katze in die Tapete gekratzt. Und das war's. Ich dachte, in 5 Minuten seid ihr schon fertig. Wir werden diese Wand in der nächsten Runde fertig haben. Lass uns drehen. Wie auch immer, ich bin mir sicher, ihr habt schon verloren. Also, Bro, du bist dran. Komm schon, ich kann es kaum erwarten, um es herauszufinden, was ich dort haben werde. Nunchucks. Warum kein Presslufthammer? Weil das Glücksrad es so gewählt hat. Also, Michelangelo, bist du bereit? Hier, die Nunchucks extra für dich. Also, fang an. Mir scheint, dass ich mit diesen Nunchucks nicht die Mauer lehnen werde, sondern mich selbst. Hängt alles davon an, wie du dich anstellst. Also, der erste Schlag. Stück für Stück. Ihr habt wahrscheinlich vergessen, dass ihr aus der Kiste noch raus müsst, Leute. Wenn ihr ein Loch macht, muss es ein großes sein. Ich denke, wir können einfach das Rad drehen, bis wir den Presslufthammer bekommen. Nimm es. In der nächsten Runde werfe ich euch ein Stinktier rein. Obwohl, hier ist schon ein Stinktier. Ich werde dich mit dem Finger drauf zeigen. Hey, lustig. Presslufthammer! Na gut, schau, sie ist genau auf dem Presslufthammer hängen geblieben. Hast du einen Cheat benutzt oder so? Wie hat das nur geklappt? Das ist das Glücksrad und das Glück ist auf unserer Seite. Die 1000 Euro gehören sowieso mir. Er hat uns noch keinen Presslufthammer gegeben. Ey, jetzt wird alles schön. Leute, dieses Ding zerstört selbst Asphalt. Wenn es euch nicht hilft, dann weiß ich nicht Bescheid. Entscheid mir, dass er die nicht mal einschalten muss. Er nimmt die einfach und... Endlich ein Presslufthammer, jetzt wird endlich das richtige Feuer geben. Ist es kaputt? So, das war's. Eure 5 Minuten sind um. Bring den Strom zurück. Das war's, neues Werkzeug. Okay, wir spielen nach der Ring. Also komm schon, lass mich jetzt am Glücksrad drehen. Leute, ich will auch wieder einen Presslufthammer. Der zertrümmert die Wände generell ganz gut. Nun ist kein Presslufthammer, aber ein Hammer. Ein Hammer? Das ist doch sehr gut. Nun, interessant. Also, wow, das ist ein Glücksfall. Großer, geh auf die Seite. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dieser oder mit dieser Seite zuschlagen soll. Okay, los geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, es läuft gut. Die Schläge werden schwächer und schwächer. Warte, ist müde. Ich hab Angst vor der Kakerlake bekommen. Nun, hier könnt ihr meinen Fortschritt sehen. Hier riecht es nicht nach Fortschritt. Hier riecht es nur noch darin, dass Vlad den Hammer umsonst bekommen hat. Also, gib ihn mir zurück. Wie versäumt? Ich hab ganz gut gemacht. Was sagst du? Was? 3 Zentimeter? Tadam! Nein, nicht du. Der Starke ist dran. Presslufthammer, schon wieder? Nein, Leute, nicht schon wieder. Das ist schon eine verbesserte Version des Presslufthammers. Wird es auch eine verbesserte Version des Hammers geben? Es wird eine verbesserte Version von allen geben, aber erstmal eine verbesserte Version des Presslufthammers. Also interessant. Ja, bitte. Also mit sowas können wir sozusagen einfach durch den Boden kriechen und hier rauskommen. Okay, und nach dem Video willst du ja alles reparieren, oder nicht? Du hast es also erfunden. Verdammt. Okay, wir müssen durch die Wand kommen. Lass uns machen. Hör zu, ich bin es schon ziemlich leid, hier zu sitzen. Und ich habe mich entschlossen, hier sofort rauszukommen. Überhaupt keine Frage, Mann. Auf geht's! Jetzt macht ihr schon ein Lob für eine große Person. Leute, gute Nachrichten. Wir haben bereits die neue Ebene erreicht. Eine Schicht mit Metall. Aber das Metall ist doch irgendwie ungewöhnlich. Aber in eine Formart Schuppen. Also, schlechte Nachrichten. Ihr habt nur noch 1 Minute übrig. Die schlechte Nachricht ist, dass es da Metall gibt. Was sollen wir damit machen? Ihn durchbrechen? Ich dachte, nach Beton wird es einfacher. Aber Beton ist nur Blumen. Also gut, wir werden schauen. Die Zeit ist um. Also, das verwendete Metall hier ist sehr stark. Also, dreht endlich das Rad. Also, nun, was soll ich sagen, Leute? Hier hilft wahrscheinlich nur ein Walzwerkzeug oder eine Metallschere, wenn sie wirklich cool sind. Nun, ich bekomme ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen? Pech gehabt. Viel Spaß damit, mit dem Teil durchzukommen. Also, Leute, ich denke, das Interessanteste, was einem Bügeleisen passieren kann, ist, wenn es kaputt geht. Und 1, 2 und... interessant, schaut. Ja,
ja, ich werde das Loch im Beton nicht erweitern, ich werde es im Teil nicht brechen, aber das Eisen ist gebrochen. Aha. Die Verkabelung rot, blau, nimm es. Oh Mann, schade, eigentlich habe ich meinen Merch damit früher gebügelt. Naja, egal, nächste Runde. Der Große ist jetzt dran. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Und es fällt raus. Ein Wolfswerkzeug, das ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich helfen kann. Ein Walzwerkzeug ist mein Lieblingsinstrument, wenn wir in Boxen sitzen, weil es nicht nur mit Metall helfen kann, sondern auch Beton, Ketten, alles, was man sich vorstellen kann. Leute, es kommt durch! Gib uns dringend einen neuen Walzen, dieser ist kaputt! Nur noch 3 Sekunden. 1, 2, 3, ja bitte sehr. Schaut, Leute, die Schabe ist jetzt abgenutzt, Leute, wow! Dein Lied ist fast am Ende, die Lautsprecher sind lautlos. Er hat's rausgebrochen. Fassungslos, schaut euch das nur an. Es ist nur noch Baum übrig. Also jetzt drehe ich das Glücksrad und mir fällt ein Baumschnittwerkzeug und ich komme raus. Nun was? Tut mir leid. Also, da ist auch eine Holzschicht und dreh mal dran. Los. Also, was hast du vorbereitet? Gasschneider, okay. Ich drehe einfach. Oh. Ein Rambock? Ein Rambock aus Baum? Was ist das? So ein Ding ist das. Das haben früher die Wikinger benutzt, um was zu stürmen und kaputt zu machen. Also, hier, bitte sehr. Ich denke, das ist so ein Teil, auf die Schaltfläche abonnieren zu drücken. Nein, Vlad, du irrst dich. Dafür muss man einfach nur auf den Abo-Button drücken. Ganz einfach unten hin. Oder Finger. Denn jeder schaut sich die Videos auf dem Handy. Alles, was sie brauchen, ist nur ein Finger. Schaut, wie groß das Ding ist. Die wiegt mindestens 4 Kilogramm. Ich glaube fest an den Rambock, weil nur Breiten übrig bleiben. Sie sind irgendwo an den Bolzen befestigt. Es scheint mir, dass ich mit Hilfe dieses Ding, diese Mauer, richtig gut durchkommen kann. Mit Hilfe des Rambocks werden Tore und Burgen kaputt gemacht, als ob ich nicht schaffen werde, ein paar Holzstücke zu brechen. Ich nehme meine Worte zurück. Es funktioniert nicht. Nimm es weg. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hey, bitte, viel Glück. Komm schon, lass es mit dir sein. Und wir bekommen eine Bohrmaschine. Nein, wir bekommen eine große Axt. Hier, bitte festhalten. Ist es genug, um ein paar Holzstücke durchzuschneiden? Ich glaube schon. Holz und Metall lieben sich. Sehr schlecht, sehr schlecht. Komm schon, wir werden gewinnen! Time out! 5 Minuten sind um! Verdammt, fast nur noch ein bisschen. Hier so ein Loch und so ein Loch brauchen wir, um den Kopf durchzubekommen, so dass man den ganzen Körper durchbekommt. Aber natürlich nicht in seinem Fall. Ich wäre durchgekommen. Also verdammt, wir waren sehr nah. Bring bitte das Glücksrad her. Dreh das Rad, gib mir eine Bohrmaschine, mein Lieber. Und? Ein Trennschleifer. Was ist das für eine Größe? Bleib ruhig. Glenn, was machst du da? Also, ich dachte, er wird eine Axt bekommen, aber ihr habt den jetzt, den Trennschleifer. Also, 5 Minuten, los geht's. Sicherheitsmaßnahmen und los geht's. So klingt der Sieg. Leute, sieht, was für eine Schönheit ich in 5 Minuten gemacht habe, gesäugt, gebohrt habe. Ich denke, dass Atomi jetzt einen guten Schlag mit seinem Fuß braucht, um eine Chance für uns herzukommen. Ich höre das in diesem Video schon zum 15. Mal oder so. Nein, nun jetzt, schau, jetzt tritt er mit dem Fuß. Das war so einfach. Wow. Nun, was soll ich sagen, Leute? Da ich dieses Loch bereits sehe, verstehe ich, dass ich ohne Probleme durchkommen werde. Also hat Glenn verloren. Ich bin bereit zu gehen. Und 1, 2 und 3. Für kleine Leute nicht einfach. Und Das war's. Endlich! Also, nach der Regel der Challenge musst du eigentlich nur da rauskommen. Ich bin ausgestiegen. Kann wer überhaupt aussteigen? Oh, Brüste, 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 vorwärts, vorwärts, Und alle sind durchgekommen, natürlich. Richtig gut gemacht! Also Leute, ich gratuliere euch. Ihr habt die Challenge erfolgreich gemeistert. Also an allen danke und tschüss. Danke fürs Zusehen. Gebt uns ein Like. Verdammt, wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Jungs, wo seid ihr?
Kamikov! Glenn, was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin, dich zu sehen. Ich habe so viele Fragen. Wo sind wir? Was ist los mit uns? Was ist mit den Händen passiert? Wo ist Vlad? Glenn, beruhige dich. Lass uns dich jetzt mal zuerst hier befreien, Alter. Glenn, komm schon, Alter. Hörst du das auch? Ja, hörst du es auch? Ja, da ist deine Tür. Vlad, schau mal. Jo, Bro. Mach was, was war das? Was ist es? Was ist es? Bring gleich, Kamikov, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Kamikov, er macht mir Angst. Alles warum gut, bitte Mann. Krebs? Kamikov! Beruhige dich jetzt. Ich werde dir alles erklären. Lass dich einfach befreien. Bist du schon lange bei ihm? Nein, nur eine Minute. Kann man ihm vertrauen? Ich weiß es nicht. Er scheint uns zu befreien, ja? Verdammt, Kamikov, endlich bist du nützlich. Leute, verdammt, ich habe diesen Schrank mariniert. Stand, es ist eng, Meter für Meter. Ich stand auf und jetzt ist es starr mit mir, so eine Art Kokon. Beruhigt euch, Jungs, ich erzähle euch alles. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich zumindest an irgendwas erinnert hier. Ich kann mich an nichts erinnern. Also, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einem Hubschrauber geflogen bin. Dann haben die Triebwerke versagt im Helikopter und wir sind in eine Art Ozean abgestürzt. Das waren wir, die mit dem Hubschrauber aus dem Gefäß geflogen sind und jetzt ist das Schiff gelaufen. Nein, Alter, und dann war überall Nebel. Einige Kreaturen führten mich zu irgendeinem Labor und jetzt bin ich hier. Also, bei mir scheint alles so zu sein. Meine Beine, alles ist in deinem Ort. Bist du ganz glänzig? Ja. Hörst du alles gut? Wie viele Finger? Ja, vier. Verdammt, Kamikov, irgendwas mit dir stimmt nicht. Okay, Leute, ich glaube, wir sind zurück in etwas farbigem. Und es ist gut, dass wir darin Erfahrung haben. Wir müssen einen Weg herausfinden und herausfinden, was los ist. Fangen wir mit diesem Video an. Und hallo an alle, mein Name ist Vlad A4, Glenn Kamikov und willkommen in den Cartoon-Welt. Also, Leute, wir müssen uns umsehen. Kamikov, du bist hier wo rausgekommen? Leute, ich weiß nicht, ich wurde hier reingeworfen. Die Tür ist geschlossen, Alter. Und was für ein Monster hat dich hier bitte reingeworfen? Wer? Ein Monster! Ich weiß es auch nicht, Jungs. Kamikov, du machst mir Angst. Mit welchem Monster hängst du da überhaupt ab? Ich weiß es doch nicht, Mann. Also, Blendig, wir beobachten ihn. Für sich wenigstens gut. Wie viele Abonnenten auf dem Kanal? 24 Millionen. Scheint richtig zu sein. Ja, ich glaube schon. Leute, schaut doch mal, da ist eine andere Tür. Also, versuche die Tür aufzudrücken. Ja! Also, was ist da? Was? Ja, kletter durch. Eine Art Safe. Hier ist ein Wohnzimmer. Wow! Eine Kabine. Oho, Leute! Oh, das sind Meeresalgen. Leute, das ist echt lecker, Alter. Leute, ich verstehe nicht, warum alles so negativ behandelt wird. Das ist sehr, sehr lecker. Glatt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er sieht so aus, als würde ihn in eine Art Meeresbewohner verwandeln. Er fängt an, Algen zu essen, die Krallen wachsen. Okay, also beruhigen wir uns. Wir müssen herausfinden, was das hier für ein Ort ist. Hier ist ein Bett, ein Safe, ein Fenster. Fenster? Schau, wo wir sind. Also sind wir eigentlich unter Wasser? Also, versuchen wir es zusammen. Wir sind ein Helikopter ins Meer gefallen, ein paar Monster, wir sind eine Art Unterwasserbasis. Wir müssen aus einem Unterwasser-Kartonbunker oder U-Boot raus. Hier ist die Herausforderung, Leute. Das hatten wir doch nie gehabt. Aber das ist natürlich seltsam. Also Kabikov war schon immer seltsam. Aber das auf passt doch Fall. Gar nicht rein. Also, wir haben hier irgendein Safe und wir müssen ihn irgendwo öffnen. Ja, lass machen. Leute, hier ist dieses Schloss, das ihr drehen müsst. Und irgendwie die Nun richtig wählen müsst. Ich weiß überhaupt nicht, wie man so etwas öffnet. Ich habe eine Idee, Leute. Versuchen wir mal, diesen Safe zu öffnen. So, was haben wir? Was ist da drin? Wir haben hier ein Stethoskop. Woher kennst du diese Wörter? Ist nicht wichtig. Und dann haben wir noch eine Pinzette und ein Skalpell. Glendig, ich habe Filme über Raubüberfälle gesehen. Du musst irgendwie auf den Safe hören und musst es drehen. Ich dann weiß, du klickst. Alles. Komm schon, ich drehe und du sagst, wenn ich aufhören soll. Komm schon. Also, ich drehe. Dreh. Oh. So, zweimal nach vorne. Eins, zwei. Aha, weiter. Also. Oh, warte, stehen bleiben. Aha, drei, sechs. Aha, noch ein bisschen dahin. Hör auf. Also, geöffnet. Wie hat es denn manchmal funktioniert? Und das Skype wurde nicht benötigt. Lustig. Und was ist das? Schultergurte? Leg das zurück, das ist nicht deins. Das ist eine Art Kapitänskajüte. Okay, mal sehen, was im Safe ist. Fernbedienung? Ernsthaft? Vielleicht haben sie hier nur ein Tastentelefon platziert. Finden wir es in einer Art Vergangenheit? Wo ist neueste Technik? Welche Fernbedienung? Warum nicht im Paket? Ganz ruhig. Lass es uns mal ganz ruhig angehen. Also schau mal, hier der große rote Knopf. Alle sind grau, aber der hier ist rot. Drück es. Ich drücke.
Opa. Also, komm schon, wie haben wir diesen Fernseher nicht gesehen? Der Admiral der Unterwasserbasis spricht mit Ihnen. Ja, wir sind auf einer U-Boot-Basis. Ich hatte recht. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, bedeutet das, dass Sie den Safe geöffnet und den Fernseher eingeschaltet haben? Wenn ja, bin ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Und das bedeutet, dass unsere Basis von intelligenten Unterwasserkreaturen angegriffen wurde. Und diese Kreaturen führen Experimente an Menschen durch und wollen die Menschheit versklaven. Nur du kannst sie aufhalten. Dazu müssen sie ihr Versteck finden, das sich in einer Höhle am Grund des Ozeans befindet. Die Koordinaten der Höhle sind auf der Karte im Torpedoraum vermarkiert. In Ordnung, Leute. Alles passt zusammen. Wir befinden uns in einer echten Unterbasis aus Pappe. Und das Schicksal der Menschheit liegt in unseren Händen. Oder bei jedem Krallen. Mhm. Ist ganz nervös. Also, wir sollten weitergehen und wir sollten alles mitnehmen, was nützlich sein kann. Das Walkie-Talkie. Ich nehme die Skalpel. Leute, nehmt mal hier diesen Kohl, Alter. Ist es auf? Welches Kohl? Ja, eine Flasche Wasser für dich. Nein, nein, ich helfe dir, ich mach's selbst. Oh Leute, ich liebe es, die Menschheit zu retten. Also, lass uns gehen. Wow, Leute, ich sehe sowas zum ersten Mal in meinem Leben. Wunderschön. Also. Die Fische schwimmen. Verdammt, schade, dass ich kein Handy dabei habe. Ich würde so ein Story auf Instagram drehen. Schönheit. Du bist selber ein Krebs. Mit wem spricht er? Geh weg von mir. Seh dich an, Alter. Du bist eine Krabbe. Spricht ihr mit Fischen? Kibikow. Mit wem sprichst du denn? Runter von mir. Leute, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Kibikow benimmt sich sehr, sehr seltsam. Mir scheint, dass er von Experimenten betroffen ist, die sehr ungeheuer auf diese Beiß an ihm durchgeführt haben. Uff, Kibikow, warte, wir sind hier, wir sind da, wir sind du. Ja, aber warum nennen sie meinen Namen? Okay, Leute, machen wir uns schneller weiter. Lassen wir nicht ablenken, Kibikow, schauen wir nicht auf. Leute, hier ist eine Tür und sie geht nicht auf. Es scheint kugelsicheres Glas zu sein. Gut, dass wir ein Skalpel mitgebracht haben. Jetzt werde ich versuchen, das Glas damit zu schneiden. Ein Skalpel ist etwas, das unglaublich scharf ist und es konnte funktionieren. Ja, okay. Ich habe getroffen, Leute. Es kommt. Ja, es kommt. Ja, eine weitere Kerbe. So. Skalpel ist genial, wie scharf. Wir müssen vorsichtiger sein. Leute, ich kann jetzt rein und die Tür öffnen. Oh. Es hat funktioniert. Sehr gut, Mann. Wahrscheinlich nehme ich das Skalpel mit. Sehr, sehr nützlich. Weißt du, was ist hier? Also Leute, ich möchte euch daran erinnern, was unser Hauptziel ist. Wir müssen den Torpedoraum finden, um die Monsterhöhle mit Torpeden zu treffen. Aber das ist wahrscheinlich kein Torpedoraum, weil es hier keine Torpedos gibt. Aber hier gibt es Dreizacke, Speere und Schränke. Mal sehen, was da drin ist. Dreizack, Speere, was gibt es noch hier? Ninjakos, Chakos, vielleicht ein Laser-Jedi-Schwert? Was noch für ein Dreizack? Was ist in dem Schrank? Also du, mit Krallen, kletter besser nicht in den Schrank. Also Kibikow, versuch es einfach, nichts kaputt zu machen. Hörst du, vielleicht können wir deine Zangen skalpieren? Nein, Leute, scheint mir, dass ich damit ein Metallgitter schneiden kann. Das ist nützlich. Wow. Was ist also im Schrank drin? Es ist eine Tauchausrüstung. Wo soll es? Schaut, Leute, hier sind die richtigen Sauerstoffflaschen. Hier ist Sauerstoff, hier sind die Ruhe und hier ist eine Maske zum Atmen. Das ist doch nicht alles. Hier gibt es noch eine A4-Aktentasche. Vielleicht ist da noch etwas drin? Wenn überhaupt, können wir die Dinge, die wir finden, hier reinlegen. Genau. Was ist mit der anderen Seite? Ein weiterer Rucksack. A4, schwarz. Vielleicht ist es sogar wasserdicht. Finden wir es heraus? Hier können wir die Sachen tun, die wir mittragen. Klasse. Also, was haben wir hier noch? Leute, Hilfe, jemand hat mich gepackt. Jungs! Beruhig dich. Sei still. Warum benimmst du dich wie ein Fisch? Ich weiß es nicht. Also, du hast dich im Netz verheddert. Nun, wie ist das möglich? Leute, bitte helft mir hier raus. Verdammt, da ist ein großes Problem. Ruhig, Kibikow, sie werden uns hören. Wegen dir gibt es nur Probleme. Wir werden uns finden. Niemand hat dich angegriffen. Verdammt, du bist wie ein Krab. Du bist ein Mensch. Bleib doch ein Mensch, Kibikow. Komm, dein Kopf. Komm hier raus. Raus aus dem Netz. Raus aus dem Netz weg. Alter. So, und sie haben mich hier noch in Hai gefangen. Schau, bist so groß wie ich. Groß, zahnig. Hast du Angst vor Hai? Also nehme ich eventuell noch diesen Speer mit mir. Achtung, kritisch niedriger Sauerstoffgehalt. Warten Sie das Filtersystem. Also Leute, jetzt haben wir noch Belüftungsprobleme. Also ich sehe da einen Lüftungsschacht. Einer kann reingehen und versuchen den Filter zu wechseln.
Ich kann das machen. Oh nein, Kubikov, du musst ja die ganze Zeit beobachtet werden. Wie sollen wir dich da hinschicken? Glenn, lass mich auf ihn aufpassen und er wird unter meiner Waffe sein und du gehst hin. Ja, es gibt sowieso nur eine Taucherausrüstung, also werde ich wohl gehen. Ja, Glenn, wir müssen uns beeilen, bevor Kubikovs Kiemen wachsen. So, also hier, halte das Funkgerät. Okay, komm schon. Ich habe eins auch mit, dann können wir kommunizieren. Also zieh deinen Tachausdruck an. Rucksack für mich. Halt die Tauchausrüstung fest. Also, nimm die Maske. Da kommt Sauerstoff raus. Und nimm einen Speer. Plötzlich triffst du ihn. Okay, also Kabelkopf, dann die Lüftung mit deinen Krallen durch. Siehst du, er kann nützlich sein, wenn er will. Komm schon, Glenn. Okay. Aber wenn plötzlich er in ein Monster verwandelt, wird er es gegen uns verwenden. Kabelkopf, fühlst du dich noch okay? Okay, Leute, ich gehe in die Lüftung rein. Also, und ich, Kabelkopf, werde für alle Fälle einen Dreizack mitnehmen. Jungs, gib mir doch besser den Rucksack. Ich werde ihn da hinten brauchen. Warte mal, da ist Wasser, ein Skalpel, alles, was zum Überleben braucht. Gib schon her, danke dir. Nun, Vlad, ich sehe die Tür zum Nebenzimmer. Lass uns herausfinden, was da draußen ist. Lass es gehen. Aber wenn was, Kabelkopf, kann ich mich für mich nicht bürgern. Vlad, schau mal hier, was hier ist. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, Kabelkopf. Sei doch vorsichtig, wenn du nicht willst, zum Krabbenstock zu verwandeln. Nun, Vlad, komm schon, du bist der Erste. Ja, beeil dich, schnell, bevor sie sticht. Komm schon. Also. Ich bin durch. Kubikov, beeile dich. Wow, ich hab's geschafft. Puh, ich hab es endlich in den Filterraum geschafft. Es ist nur noch sehr wenig Sauerstoff vorhanden. Also, wir müssen uns beeilen, um das Problem hier zu beheben. Puh. Also, Sie haben gerade über das Walkie-Talkie gesagt, dass das Problem im Filtersystem liegt. Also müssen wir herausfinden, was der Filter ist. Oh, hier sind die Wassertanks. Mit Hilfe von Pumpen gelangt das Wasser in die Tanks. Es wird gefiltert, um es von Verunreinigung sowie Salzen und Metallen zu reinigen. Danach wird das Wasser in diese Reinigungskammern gepumpt. Dabei wird Wasser durch ein elektrisches Feld oder einen Filter geleitet und dabei in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Und es hilft dabei, das Sauerstoffproblem an Bord zu lösen. Aber Sauerstoff wird nicht zugeführt. Also müssen wir den Filter ersetzen. Der Filter ist also höchstwahrscheinlich hier. Hier ist der Filter. Ja, schau, er ist komplett dreckig, Leute. Oh, er steckt in irgendeinem Schleim. Anscheinend wollten diese Kreaturen uns zu den Fischen schicken. Naja, der Filter muss ausgetauscht werden. Uah. Mal sehen, was ich in meinem Rucksack hier habe. Also wir haben Watte, vielleicht brauchen wir die, dann haben wir ein Tuch, ein Messer und natürlich eine Flasche Wasser. Also wenn wir alles zusammenfügen, erhalten wir im Grunde einen coolen Filter. Für eine Weile wird das schon sicher ausreichen. Ich hoffe, die Jungs haben schon ihr Torpedoraum gefunden, aber zuerst muss ich die Flasche erstmal leeren. Jetzt ist in der Zeit, die Flasche aufzuschneiden. Wir nehmen ein Skalpell und schneiden die Flasche auf. Sehr gut. Und jetzt den oberen Teil? Es passt perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein Filterelement, sowas wie Watte, und wir machen möglichst viel davon da rein. Und jetzt nehmen wir das Tuch. So. Und jetzt machen wir das Ganze fest damit. Ganz fest. So, unser Filter ist fertig. Und jetzt installieren wir ihn. Fürs erste Mal sollte es auf jeden Fall reichen. Oh, toll. Das System funktioniert. Okay, ich muss ganz dringend die Jungs einholen. Was war das gewesen? Was war das jetzt gewesen? Jemand greift mich wohl an. Oh, schau mal, wie viel Wasser da fließt. Also, wir brauchen dringend unsere Taucherausrüstung. Verdammt, jetzt wird alles mit Wasser gefüllt werden. Ich brauche meine Taucherausrüstung. Ah, die Monster greift mich da wahrscheinlich an. Also, nach und nach wird alles mit Wasser gefüllt. Tauchen ist jetzt meine einzige Hoffnung. Ich muss jetzt dringend den Jungs Bescheid geben, dass sie nicht auf mich warten sollen. Oh, schau, noch eine. Was ist, wenn ich den Dreizack nehme und ihn aufstelle? Hopp, es ist blockiert. Kubikov, komm durch. Also, da ist Dreizack. Komm schon, halt durch. Oh, es funktioniert. Ich habe das Ding blockiert. Wow, Kubikov, ich bin unterwegs. Vlad, Kubikov, bitte komm. Ihr habt weiter ohne mich. Over. Glenn, was ist los mit dir? Was bedeutet das? Ich werde hier überschwemmt von den Monstern. Die haben hier eine Wand von der Basis durchbohrt. Leute, rettet euch. Und vor allem erledige ich die Aufgabe um jeden Preis, um mich zu rächen. Also, over and out. Was ist das denn für eine Glenn? Triff zurück, Glenn, was ist los mit dir? Glenn, wo bist du, Glenn? Der Dreizack bricht. Komm schon, beeil dich. Schneller, nein, schneller, Glenn. Schneller. Also, ich zieh den Dreizack aus und komm schon, klettere. Antworte, Glenn. Wir haben verloren.
Mann. Und wer ist dieser Glant? Kebekov, das ist es. Du verweilst schon in einem Fisch. Er riecht wie ein Fisch. Wo hast du deine Flossen? Wo hast du Kiem? Verdammt, ich bin allein. Ich hier allein. Ich bin noch mit dem echten Krabbe. Was ist jetzt zu tun? Leute, drückt auf Like, wenn euch Glant gefallen hat. Okay, wir hoffen, dass ihm alles gut gehen wird. Nun, ihr seht so aus, dass Glant die biologischen Grippe hat. Viel Sauerstoff. Fischshow. Ein paar Monster. Warum sitzt er da? Was für ein Ort? Subjekt Kubikov, schau! Du verwandelst dich wirklich an Krebs! Das ist eine Art... Was für eine Art Kapsel, Kubikov? Ich glaube, du warst da drin! Aus diesem Grund hast du es Krallen! Und diese Monster wurden auf keine Weise in diesen Kapsel gemacht! Wie gruselig, schau! Diese bewegen sich da, sich... Hier sind... Du wirst bald sein, genau wie die! Kubikov, kannst du sprechen? Das war's, Kubikov ist schon sprachlos. Und was ist dieses Monster hier? Es läuft gerade ein Prozess hier. Also, was ist das für ein Knopf? Der Rauch wird abgepumpt. Das ist der Admiral, schau! Erinnert euch an das Video am Anfang mit dem Admiral, das ist er! Kampagne, die Kreatur hat mich erwischt! Auch er wird bald so eine Art blaues Monster werden. Verdammt, wo sind wir hingekommen? Glant, bist du da? Glant ist nicht. Dieser spricht nicht. Es gibt nur Monster in der Nähe. Okay, man muss sich zusammenreißen und versuchen dringend mit dieser Kapsel den umgekehrten Prozess mit Kubikov durchzuführen und ihn in einen Menschen zurückzuführen. Mal sehen, was hier ist. Okay, Kubikov, steig ein und stech den Kopf in diesen Helm. Und ich werde danach sehen. Das ist eine Art Zapfen-Reagentgläser. Vielleicht nicht eine Anleitung, das funktioniert. Das ist deine letzte Chance, ein Mensch zu sein. Sei doch vorsichtig. Helm aufgesetzt, Brille bleibt bei mir. Setz dich hier drin. Also, wir gehen jetzt zum Tisch. Einige Bücher, Amphibian-Man, Great Encyclopedia of the Ocean. Kubikov verwandelt sich in ein Monster, weil seine DNA gebrochen ist. Seine DNA muss im umgekehrten Prozess verwendet werden, damit er ein Mensch wird. Hier ist eine Art Anleitung. Wir schauen. Zwei Zapfen sprechen eine Person. Zwei Zapfen sprechen einen Fisch. Zwei Zapfen gleich Krebs. Aber verdammt, die sind ja alle gleich. Wie können wir das herausfinden, welche eingreifen müssen? Leute, wie ich verstehe, müssen wir ein paar Kegel davon nehmen und sie in diesen Apparat stecken und sie... Aha, diese Kegel müssen hier reingedrückt werden. Das Gerät startet und verwandelt sich in einen Mann. Aber die Kegel sind nicht signiert. Schau. Okay, wie ein echter Pionier im echten Actionfilm müssen sie den Draht nach dem Zufallsprinzip durchtrennen. Oder besser gesagt, Zufallszapfen aufheben. Verdammt, wenn ich die falsche lege, wird Kubikov vorschlägig in die Krabbe verwandeln. Okay, ich habe ein paar Versuche. Also Kegel. Blaue Kegel. Verdammt, es ist nicht klar. Nehmen wir das hier. Ich füge es hier rein. Also, der zweite Kegel. Mist. Ich werde blau hinzufügen. Ich werde es versuchen. Ja, hier drüben. Und? Und was? Arbeitet es? Etwas passiert. Etwas ist passiert. Kubikov. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Ist jetzt was passiert bei dir oder nicht? Kubikov. Verdammt, Vlad. Ich habe eine Flosse. Aber du hast jetzt die Stimme. Du kannst reden. Geh also zurück. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Also, Leute. Er hat jetzt eine Flosse und die Stimme zurückbekommen. Also, ich habe die DNA von Menschen und Fisch gemischt. Aha. Da braucht man zwei menschliche. Ich verstehe, wie das alles funktioniert. Es sieht so aus, als hätten sie bei dieser Erstellung einfach vergessen, die Kegel einzufärben. Also denke ich, dass die blaue Farbe, die rote Farbe ist die Nahe der Krabbe, aber der weißen werden aus Kubikov einen Mann machen. Also, Hände! Kubikov hat Hände! Vlad, es hat geklappt! Die Flosse ist weg! Menschlich! Es hat endlich geklappt, Alter! Erinnerst du dich an Glant? Ich erinnere mich. Weißt du, dass er gestorben ist? Was meinst du? Er ist gestorben und um Sauerstoff zu geben, er funkte seinen Wasserdruck. Kubikov, hier sind wir alleine! Jetzt können wir unsere Mission definitiv nicht verfehlen! Glühbirne? Was? 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 Wer ist es? Du bist nicht echt. Ja, ich glaube dir nicht. Hier sind Monster. Beweise, dass du der Richtige bist. Ich bin echt. Komm, gib uns eine Tatsache, die nur wir drei wissen. Wir haben nie jemanden davon erzählt, aber wir weinen jedes Mal, wenn wir reingehen und sehen, dass unsere Videos von 42% der Leute ohne Abo sehen. Ja, genau. Das wissen nur wir drei. Weine nicht, Kubikov. Leute, abonniert. Wir weinen wirklich die ganze Zeit. 42% sehen zu, ohne zu abonnieren.
Okay, Glint, ich bin so froh, dass du zurück bist. Ich dachte, du wärst tot. Glint! Okay, das war's. Wir müssen die Welt retten. Und wir müssen die Höhle zerstören von diesem Monster, die alle in Monster verwandeln. Also Leute, die Tür. Los geht's. Leute, was ist denn das? Cool. Physis? Benzin? Es riecht nach Benzin, ja. Ja, machen wir eine Überprüfung. Kommt schon, Leute. Das hier ist wohl die Tankkammer. Und leider funktioniert sie nicht. Das ist sehr schlimm. Denn wir müssen ja irgendwie an die Oberfläche aufsteigen. Also Pfeifen, 4 Stück. Einige Ventile. Leute, ich habe Uranus auf das Ventil geschrieben. Bei mir steht ja Erdöl. Da steht Benzin. Benzin. Kübelkopf hat Benzin, du hast Erdöl. Der Motor läuft ja auf Benzin. Aber er kann es einen ungewöhnlichen Motor geben. Versuchen wir es umzudrehen, oder? Nein, wir alle nehmen ein. So ist das sicherer. Ja, wir haben ja immer Zeit zum Mischen. Du zuerst. Ja, beginnen wir mit dem Öl. Wir schleudern das Öl. Kommt etwas? Oh, schaut mal, Leute, es fängt an zu fließen. Da kommt irgendwas. Komm schon, Glenn, dreh weiter. Ich hab Angst, zu schnell zu drehen. Das Öl kommt gerade ungefiltert. Komm schon, Glenn, gib noch ein bisschen. Komm schon, mehr. Dreh, roll. Giss rein. Wer gießt das in den Motor? Schau, es kommt alles rein. Wow! So. Leute, der Motor startet nicht. Ich beginne den Uran zu drehen. Komm schon. Ich drehe. Etwas wow. Beginnt. Da kommt die grüne Flüssigkeit. Wir brauchen nicht viel Uran, echt nicht. Okay, das reicht. Wir fühlen. Oh, hört ihr? Es fängt an zu zischen. Es beginnt zu funktionieren. Also, lasst mich versuchen, etwas Benzin zu geben. Ich drehe mich. Wow. Wir brauchen mehr Benzin, mehr. Und noch mehr Benzin. Oh, es strömt in 2 Kanäle. Lasst uns, Kubikov, cool. Dreh. Cool, hier kommt der Benzin ins Spiel. In Ordnung, Leute, hört auf. Das war's, die Tanks sind voll. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird. Wir sollten versuchen, es gleichzeitig dran zu drehen. So füllen wir es mit Kraftstoff im richtigen Verhältnis auf und dann funktioniert das vielleicht. Versuchen wir es, Alter. Nach allem, was wir verstanden haben, müssen wir zusammen drehen. Ja. Los geht's. Ja, los geht's, los. Wow, hey, es kommt hier richtig gut raus. Uranus ist vorhanden. Benzin kommt auch langsam. Wow. Der Motor funktioniert! Ruhig, ganz ruhig. Es reicht mit dem Uran. Hör mal auf, Chimmelblatt. Der läuft jetzt, Jungs! Oh mein Gott, der Motor ist hier echt und es funktioniert! Okay, Leute, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen weitermachen, denn wir müssen auch die Torpedos starten. Versteht ihr? Oh, wow! Alter Verwalter! Auf geht's, Kubikov! Also, ich hoffe, wir haben es gut genug getankt. Leute, was ist das für ein Zimmer hier, Alter? Stopp! Leute, ich bin auf etwas getreten. Lass nicht bewegen! So, das ist eine Mine. Und du bist direkt hineingetreten. Ganz vorsichtig, wenn du jetzt eine falsche Bewegung machst. Vielleicht lasse ich einfach das Duschschuh hier und gehe weiter. Nein, Mann, der Sneaker ist viel zu leicht. Verdammt, Jungs, das ist alles weg. Wir müssen die Mine entschärfen, wie im Film. Beruhig dich. Wir haben also mehrere Arten von Treten. Wir haben einen blauen, einen schwarzen, einen orangen und einen roten. Verdammt, so wie wir die roten abschneiden. Ja, das sind doch die Monster. Verdammt, Leute, was denkt ihr? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist der blaue. Nein, wir haben blau fast gar nichts zu tun. Man muss logisch denken. Vielleicht orange, Mersch, orange Lampe. Orange hat mich noch nie im Stich gelassen. Gehen wir orange, nur brennt. Wenn überhaupt, lieben wir sie. 1. Hast du schon 3 gesagt? Ich hab's schon herausgezogen. Ach was? Ach so, sag doch gleich, alles gut. Die Mine hat nicht funktioniert. Also, ich bring sie raus. In Ordnung, Jungs. Was ist das für ein Raum hier? Torpedos! Opa, Jungs, hier sind wir. Wir haben den Punkt erreicht, den wir so lange gesucht haben. Was sehen wir also? Wir sehen hier die Fächer, in welche man die Torpedos vom Start aufbewahren sollte. Und wir sehen einen Kranführer und einen Kran. Wow, Leute, hier ist ein ganzer Kommandoposten. Also halt, zurück. Es funktioniert. Also, was ist die Logik? Schwere Torpedos, sie müssen an diesen Ketten befestigt werden, damit sie zum Ausgangspunkt gelangen. Okay. Glentik, lass uns zusammen machen. Versuchen wir es anzuheben und ich werde es auf den Haken werfen. Okay, los geht's. Heb es auf, Glentik. Das ist nicht möglich. Komm schon, heb es auf. Also mehr, nur ein bisschen mehr. Oh, Himmel, du musst noch höher gehen. Komm, schneller. Das Gleiche müssen wir an der anderen Seite machen. Gib mir einen Moment. Versuch es mit dem Hebel zu drücken. Komm schon. Push. Hebel auf. Augen hoch. Noch höher. Drück es. Ich drücke. Ja. Alles. Nun, Leute, soll ich es jetzt abschicken? Also, es sieht so aus, als hätten wir jetzt zentrale Reservoir gezielt. Seid ihr bereit? Ja. 1, 3. Los geht's.
Ja, jetzt kommt rein. Oh, die Rakete wurde geladen. Tolle Arbeit, Kubikov. Ja, nehmen wir die Ketten ab. Kubikov, gib die Kette zurück. Abschicken. Ein Torpedo in Startrampe. Und was weiter? Leute, ich habe einen Startknopf, aber ich brauche die Koordinaten. Ich glaube, die sind an der Wand, Glenn. Schau mal in die Karte. Oh, ja. Links ist unsere Unterwasserbasis und dort drüben rechts ist eine Höhle. 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Was? Und was bedeutet das? Kubikov ist ein Profi, er muss es wissen. Also noch einmal, 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Es kommen 752,97 heraus. Ich tippe. Willst du beim ersten Mal schießen? Wann, wenn du es vermasselt hast? Nein, die Zahlen lügen. Und was haben wir da? Geh ich lieber weg. Ich auch. Schieß! 1, 3. Das Leitsystem ist defekt. Verwenden Sie das Batiskafe und installieren Sie Leuchtfeuer. Das System ist defekt. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Ich versuche es. Leitsystem ist defekt. Leute, das ist immer noch ein Torpedo, also lassen Sie nicht da rumspielen. Ihr habt's doch gehört. Wir sollen das Batiskaf benutzen und selbst die Sender installieren. Okay, ich sehe kein U-Boot oder Leuchtfeuer. Da ist also eine Art Schließfach. Vielleicht gibt es Leuchtfeuer. Opa. Das sind meine Dinger. Mit Kabeln. Warte mal, halt hier. 1, 2, 3. Also, ihr nehmt es und jetzt, wo ist der Batiskaf? Ich denke, hinter dieser Tür. Kubikov war schon mal hier gewesen. Er weiß eine Menge. Gut, lass uns gehen. Leute, das ist das gleiche Batiskaf. Wow. Eigentlich, Leute, ist es von wem auch immer fassungslos. Boah, schau. Aber weißt du, was ich dir sagen werde? Es ist Platz nur für 2 Piloten hier drin. Aber es gibt ein Problem. Welche Art? Hier ist ein Loch. Ja, in so einem Ding kann man nicht tief auf den Grund tauchen. Schaut mal, Leute, wir haben hier so eine Pressmaschine. Es scheint so, dass das Batiskaf oft nicht funktioniert. Also, ein Knopf? Nicht drauf drücken, das ist doch für die Presse. Der wird sich doch öffnen. Okay, woher weißt du das, Mann? Ich habe solche Videos auf YouTube gesehen. Und hier stellst du ein kleines Ding und dann drückst du den Knopf und dann... Und hier, schau, da ist ein Pappschein. Daraus können wir eine Pappplatte machen und dann ein Loch flicken. Ja, komm schon. Oh, wow. Okay. Oho, ein Pappteller. Also, das macht das Loch zu. Hier ist ein Hefter. Also, komm. Für die Größe genau richtig. Also, jetzt ist doch alles ganz fest. Oh, das Ding haben wir referiert. Da kommt jetzt kein Wasser dadurch. Weißt du eigentlich, was die Batiskaf ist? Mit der Hilfe des Ding kann man auf jede Tiefe tauchen, Meeresboden untersuchen und studieren. Nun was, jetzt wer von uns müssen in dieses Ding hier einsteigen und zur Höhle gehen und lassen diese Leuchtfeuer dort. Und dann bombardieren wir die Höhle. Stein, Stein, Papier, wer reinkommt? Schere, Stein, Papier. Ich komme. Ich bin satt, doch da reinzukommen. Schere, Stein, Papier. Okay, Mann. Du wirst hier langweilig sein. Du nicht, ja, dann schaust du, dass hier alles in Ordnung ist, untersuchst den Raum und wir kommen zurück und beenden die Arbeit. Nun, Kubikov, komm zu mir. Das hatten wir doch nie gehabt. Glenn, gib mir die Leuchtfeuer. Hier, Jungs. Komm, haben wir jetzt alle 3? Ja. Yeah. Okay, dann schließ es. Leute, das sieht so cool aus. Ich will so mitkommen mit euch. Kurz zusammen, Glenn. Du passt auf die Balls auf und wirf schon wieder rein. Jetzt finde ich raus, wie man fährt und los geht's. Viel Glück euch, Jungs. Glenn, ich will ihn los. Ciao. Ciao. Alle sind weggesegelt und ich gehe auch weiter. Kubikov, wir sind da. Öffne es. Wow, also laut den Koordinaten sind wir jetzt bis zum Eingang der Höhle gekommen. Schau zu, hier sind die ganzen Steine der Höhle, aber hier ist alles mit einem riesigen Stein übersät. Kubikov, versuch ja den Balken und den Schliff hier rum und ich werde es versuchen zur Barseite zu schieben. Komm schon. Ich krieg's nicht hin, Kubikov. 1, 2, 3. Ist das der Eingang zur Höhle? Kubikov, wir machen alles so fertig. Wir machen keinen Lärm. Wir ordnen die Backen so, dass du mir einen Punkt erreicht und schnell ins Schliff und Dickel abrollen. Komm schon, du bist der Erste. Ups. Niemand hier. Lass uns gehen. Oh, so eine riesige Höhle. Da scheint ein Weg zu sein. Also, okay, keine Zeit zum Nachdenken. Lass uns schnell arrangieren. Eine hier. Zweiter hier. Hey, halt. Leg es. Ruhig, was machst du? Jemand könnte hier sein. Nun scheint alles weg zu sein. Lass uns umgehen. Wer ist das hier? Kubikov, schneller. Lauf. Komm schneller, Kubikov.
Komm, schneller, 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 schneller. Mach zu, mach zu. Schwimmen wir jetzt rum zu Glenn. Wow, Leute, ich bin in der Kapitänskajüne. Hier steht ein Stuhl zum Sitzen und das Lenkrad davor. Und dank dessen, Leute, schwimmen wir überhaupt hier herum. Und hier gibt es auch noch solche Abzugshebel. Also ich werde sie natürlich nicht zum Ende senken. Also ich stelle alles zurück. Und schau, um einfach aufzutauchen, braucht man mindestens zwei Leute. Der eine zieht den einen Hebel und der andere den anderen gleichzeitig. Und blauen und den gelben. Es ist so cool hier. Ich warte jetzt nur noch einfach auf die Jungs. Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie gelingen es, die Sender aufzustellen, damit wir das Versteck dieses Monsters endlich zerstören können. Und es endlich gelingt, uns aufzutauchen. Gabikov, schneller, 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 schneller. Warum habt ihr denn solche Angst? Den Hauptboss, er hat Bärte, Klau, ein riesige Finger. Oh. Ihr habt mich so erschreckt, Leute. Also, Kabikov, schließ die Tür ab, komm. Leuchtfeuer sind installiert, drei Stück. Wir starten überhaupt den Rakete. Hast du das überhaupt? Ja, natürlich. Hier, komm her. Oh, ein Sessel? Ja, ja, ein Stuhl. Ich starte die Rakete in 3, 2, 1. Also, irgendwie ist nichts passiert. Ich versteh's nicht. Da ist noch ein Hebel. Probieren wir den mal gemeinsam aus. Also, Glinty, komm schon. 1, 2, 3. Komm schon. Bombardieren wir sie. Leute, das Monster ist hier zerstört. Gib mir ein 5. Das ist es. Wir sinken zum Land. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, nochmal, Leute. Wir haben diesen Planeten gerettet.